Jugendfußball bei Werder Bremen. Die U19 spielt eine ganz starke Saison. Der Meistertitel in der Junioren-Bundesliga ist sicher. Trainer Mirko Botava, was ist der Garant für den Erfolg? Ja, die Jungs, die haben ja Geduld, auch bei Spielen wie zum Beispiel gegen TB oder gegen Chemnitz oder wenn das so richtig lange Zeit vielleicht unentschieden steht oder die kein Tor gemacht haben, haben nicht die Geduld, spielen das aus, versuchen Chancen herauszuspielen und dann hat man auch ein bisschen das ja auch das Kännchen Glück, dass man da wirklich die Tore dann macht. Ne? Aber wir haben schon momentan bei unseren Jahren, jetzt haben wir auch gute Qualitäten, muss ich sagen. Tore fielen gegen Energie Cottbus am laufenden Band. Insgesamt 5 ohne Gegentreffer. Mannschaftskapitän Max Kruse bringt es auf den Punkt. Ja, wir haben einfach die Stärke im Team, also der Zusammenhalt im Team stimmt einfach. Wir sind jeder für den anderen da, das hat man gesehen, nach 2 Elfmetern ist man normalerweise platt. Aber dann kam die richtige Reaktion und ja, wir sind einfach diszipliniert diese Saison und das zeichnet sich auch aus. 4 Werder-Tore innerhalb von 14 Minuten. Die Grün-Weißen im Siegesrausch gegen den Nachwuchs des Energie Cottbus. Tobias Kempe. Ja, wir sind ein sehr ausgeglichener Kader, also wir spielen jedes Spiel sehr gut und ja, ich finde einfach, wir haben eine super Mannschaft zusammen und ja, das zeichnet uns aus. Tor, vorzeitig norddeutscher Meister. Zur Belohnung gibt es das Match gegen den FC Bayern München im Halbfinale um die Juniorenmeisterschale.